Oh Mann, ey. Okay, das war schon nicht schlecht. Das war einfach, weiß ich nicht. Oh Gott. Good job, Sie können alles so schön singen. Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Jetzt ist noch eine Zwischensequenz. Looks like Satan's noticed that the current disruptions have been caused by everyone's favorite winged terrorist. And he's looking to do something about it. He's placed spire emplacements all around the city. Now, these things look like slimy tentacles, but make no mistake, they can shoot you out of the sky. The only way we can stop these things is to literally rip out their hearts. And by we, I mean you. I'll be at the office drinking scotch. Na klar. Ich meine, du mal, er macht die ganze Arbeit, ne? Ja. Ich bin auch ein Scotch. Und auch ein Scotch? Ja. Du alter Alki, ey. Naja, kennst mich doch. Aber ich würde sagen, wenn... Ich weiß nicht, ob du gleich noch ein bisschen weiterspielen willst. Was? Oh, ich habe ja schon so einen komischen Tag gefunden. Ja, das ist mir egal. Wir machen noch eben den blöden Tentakel kaputt. Was ist denn hier los? Auf einmal sind die Gegner. Das ist ja wirklich, also das geht gar nicht. Das muss mal, muss geändert werden. Ja, die Wand ist cool. Kann man sich ja mal angucken. Die grinsen doch alle so freundlich. Ja, das sind halt nette Burschen. Ich versuche schon mal das Herz rauszureichen. So läuft. Ach, das ist draußen. Sehr gut. Ah, 1 von 26. 26 Stück gibt's davon. Mich stimmt, die übertreiben es ein wenig. Naja, die Welt ist groß, ne? Mit den ganzen Collectibles und so. Naja, aber da gibt es schlimmere Spiele. Was ist das? Ich weiß nicht, ich flieg einfach mal rein. Irgendwas passiert. Hilfe! Hilfe. Hey, guck mal, ich hab zwei davon. Ims, hier sind so eine kleine Piss. Nein! Ach du Scheiße! Ich hab keine Fähigkeiten mehr. Na, jetzt habe ich sie wieder. Wenn du da durchfliegst, hast du, glaube ich, kurz keine Fähigkeiten mehr. Gut. Hauptsache, du bist mal durchgeflogen. Ja, dann muss man mal testen, was das alles ist, ne? Oh, weg, du. Die Imps sind geil. Ah, diese grünen Dinger. Hier, diese grünen Frösche. Jetzt kannst du auch nicht mehr fliegen und so. Doch. Ja, aber wenn du direkt getroffen wirst von denen, dann kannst du das kurz nicht. Achso. Dauert dann 1-2 Sekunden, dann geht's wieder, aber. Was ist das? Wow! Ich bring mich mal kurz in Sicherheit, die sind mir zu aggressiv, die Burschen. Hilfe, ich werfe eine Rakete vorbei! Ja, läuft. Wenn du im Flug zu langsam warst, kommst du ins Trudel. Aua. Alter, der hat mir den Kopf geschossen, der Arsch. Ich glaube. Wolltest du gerade irgendwas sagen? Was? Nö. Ja? Wollte ich? Ja. Wann vorhin? Bevor wir den... Ach so. Tentakel. Ja, ob du gleich noch weiterspielen willst oder nicht? Willst du dich gleich mal... Oder allgemein mal so eine Pause? Kurz. Pause. Willst du ja daran merken, Marcel ist halt eine kleine Pussy. Ich bin halt ein alter Mann. Das glaubt. Trinken will auch wieder raus, ne? Und trinken bräuchte ich auch sowieso mal. Dann trinkt du einfach nichts mehr. Ja, ich hab Durst. Das ist blöd. Nein, das ist aber nicht cool. Hier so, hallo? Ich bin in die Lava gefallen, das ist irgendwie doof. Los, Johnny! Ach du heilige Scheiße, ich bin echt tot. Jo, kenn ich. Ich renne jetzt. Interpol. This privatized militia is one of the two primary peacekeeper groups in hell. Ich bin tot. Hilfe! Ich heile! Johnny! Johnny, get us here, baby. Danke, Johnny. Go, Imps. Oh. Nehmen. Oh, ich kann nicht mehr sprinten, verdammte Scheiße. Außerdem kannst du nämlich mal gucken, wie der Sound überhaupt ist, mal so nach über einer Stunde. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Über eine Stunde. Weiß ich nicht so genau. Anderthalb oder so. Oder zwei? Hm. Keine Ahnung, kann ich echt... Ja, wahrscheinlich so um die zwei mittlerweile.
Ah, die Zwillinge. Achso, du machst da Achter. Ne, ich hab mal eben hier noch einen Turm kaputt gemacht. Läuft, ne? Ich hab mich schon mal hier, ich hab die schon mal ein bisschen lahm gehalten, die Zwillinge. Okay. Ich dachte mir, das könnte ganz gut sein. Na dann. Kommen wir denn da rein? Ja. Das ist ein großes Tor. Hallo. Ja, wollen wir die erstmal machen oder? Ich sag mal ein Päuschen einlegen. Ja, erstmal ein Päuschen. Na gut. Auf um ihn zu schießen! Schöne Sumpfratte. Dann. Auf was schießt du? Dich? Du triffst mich aber nicht. Bei mir treffe ich dich. Zielen muss auch gelernt sein. Ich habe Videobeweis. Zieht's direkt daneben. Was? Motherfucker? Wo ist hier ein Motherfucker? Ja, dann verabschieden wir uns erstmal von euch. Nö. Ich bringe seine Imps um, weil die sind eh egal. Was passiert da? Boah. Ah, geh du mal rein. Und bis dann zur nächsten Folge. Jo. Von Get Out of. Wer zur Hölle bist du? Geh raus hier. Oh nein. Töte diesen Killerfrosch. Okay, wir töten jetzt den noch und dann. Alter, der hat eine Granate geworfen, ist der blöd? Das ist gefährlich. Der ist aber ganz schön hartnäckig, habe ich das Gefühl. Warum ist er tot? Bei mir ist er jetzt erst tot. Hui! Ja. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Genau. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu hier Get Out of Hell mit Nico. Hallo. Und der Kinsey und dem Get und mir. Und den Typen hier. A Damned Souls Orientation Guide Chapter 1. The Dead. Ich hab keinen Bock drauf. Ich geh. Ich verfolge dich. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Ich hab da nochmal ein bisschen leiser gemacht. Ach. Oh, jetzt wäre ich fast irgendwo gegengeflogen. Oh, hier schon wieder so ein Raketending. Raketending? Ah, zum Glück. Hat er nicht getroffen. Ach, echt? Oh, ich glaube, es ist von hier her. Nein! Moment, ich kann doch alle Mitten jetzt hochlaufen. So, echt? Ich bin gestillt. Oh, Moment, ich habe ja schon wieder so viele übrig. Jetzt labert er die ganze Zeit zwischen der Arsch. Nee. Upgrades. Ackern. Supersprint. Wandlauf. Übernehmen. Jetzt kann ich das auch. Nachmacher. Sprintschild, geil. Oh, über Lava laufen kaufe ich mir jetzt. Kostet ja nur 5. Kann man machen. Schild beim Supersprint manifestiert sich nur ein erkannter Schild, der schaltet viele. Komm, kaufen wir uns mal den Schild noch. Läuft. Ich skill irgendwie immer mehr so das Fliegen hoch. Ja, das mache ich als nächstes, ja. Aber erstmal wollte ich das Schild ein bisschen, ne? Weil man sprintet eh sowieso eigentlich kaum. Das ist wie bei 4. Man läuft ja eh nur, nie, nicht nur. Das ist ja wohl der absolute Bullshit. So, jetzt laufen wir hier so ein bisschen verwirrt durch die Gegend und wir wissen noch nicht genau, was wir tun. Also wie immer. Ah, komm mal. Oh. Ich kann zu springen. Ja, keine Ahnung, gibt's so viel, was wir gerade machen können. Halt, Zentrum-mäßig. Warte mal, wie sieht denn die Karte aus? Also, wir müssen uns. So machen wir wieder alles? Ich weiß nicht, aber wir haben ja schon. Bei der Schmiede haben wir schon alles gemacht. Also, da. Ziele haben wir noch. Wir können ja erstmal anfangen, hier diese Bezirke zu befreien, oder? Ja, du stehst ja schon bei so einem unbekannten Ziel. Wir müssen da doch. Dann werde ich mal zu dir eilen. Musst du doch gar nicht. Ach, das ist wieder so ein Ding, so ein Turm. Note to self. Find a way to control lightning. So, noch ein Schwarm eingesammelt. Läuft. Hui! Ich hab wieder so ein Raketen. Vieh. So, stirb! Drecksau! Hallo? Hallo? Nee, war doch irgendwie kein Gegner. Hab mich ein bisschen irritiert. Da kommt wieder die Monster Truck. Die Monster Truck, Boys. Das war's wohl mit dem Monster Truck, Boys.
So. Da auf dieser komischen Insel ist auch was da oben. Moment. Auf diesen einsamen, verlassenen Inseln. Yeah! Woo. Oh oh. Da. Oh nee, alles gut. Was haben wir denn hier? Oh, doch nicht alles gut. Oh. In Schwursturm. Okay. Boah, ist ja Schwein gehabt, dass ich jetzt nicht in die Lava gefallen bin. Wäre mir doch egal gewesen. I know this is petty, but Vlad won't stop bitching about some frat boys that tossed his castle when he was locked up. Personally, I got nothing against poli-sci majors with popped collars, but as a general rule, I like to keep people with nicknames like the Impaler happy. It'll really keep things going smoothly with Vlad if you could show up to one of the frat's pledge games and smack him around. Who knows? Okay. Maybe you'll make some friends. Is that what college is really about? Was ist los mit diesem Spiel? Was ist nur los mit dieser Welt? Wir müssen jetzt da durchschlagen, oder was? What the fuck? Okay, das ist geil. Weg mit dir! Stellst du dich auch eher mit Leuten, die der Fehler als Spitzname haben? Ich schau sie alle kaputt. Ach, hallo Johnny, jetzt stellt sich doch mit niemandem gut. Das Spiel ist einfach so unfassbar. Alter, das ist voll geil. Du triffst sie und weg mit euch, ihr kleinen Schweine. Man kann die halt irgendwie kaum zielen damit, so richtig. Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe das ernsthafte Gefühl, das Spiel, also ich fand den vierten ja noch recht ernsthaft, ja. Also hier ist ja also wohl ganz, alles ganz nur... ganz ehrlich, im Gegensatz zu diesem Spiel ist der vierte das ernsthafteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh, das war schon? Nee, der erste, Schwursturm. Hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Ja, der kommt. Ach so. Nein, das war's. Ach, das war's. Ja, wir waren halt... Okay, so, das haben wir auch. Naja, ich hab da so Missionen noch im Kopf, die sind, naja. Was denn? Die waren unbedingt nicht die Ernsthaftigkeit, par excellence. Viele. Nenn mir eine. Also eigentlich das ganze Spiel. Welcome, ja, okay. Collectibles. Könnte man fast sagen. Oh, was ist da? Da leuchtet irgendwas. Ja, da ist wieder so ein Sturm. Oh, Rakete! God, this feels good. Boah, ich bin abgehauen. Also komm. Aua. Hui, das sieht ein bisschen doof aus, wenn die dann... Was ist das hier denn? Ah! Ich glaube, ich habe so eine Glyphe gefunden. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so eine... Ich komme da nicht rein. Rocket! Raketchen, wir müssen mal den Turm hier... Ach nee, das ist nur so ein Seelenschwarm. So. Der Turm geht mir auf die Nerven. Mach ihn kaputt. Wissen wir. Ah, hier. Hallo. Da. Ja! Ja, versuchen wir unser Glück. Ja, also ich denke mal... Get the fuck out of here. Ja, der Schwierigkeitsgrad soll auch nicht unbedingt sehr hoch sein, wie man sieht. Ja, ganz ehrlich, das heißt ein Drone, ne? Ja, aber der vierte war schon ein bisschen schwerer, fand ich. Gut, wir haben ja bisher noch nicht so wirklich viel gemacht. Aber gut, das Spiel ist halt auch nur ein Add-on, ne? Das ist auch nicht sehr lang. Also hier ist so eine Überlebmission. Wenn wir die nicht haben, dann machen wir. Haben wir echt alles gemacht bei 4? Ja. Also außer wir haben nicht alles collected, aber... Nee, ich meine so von den Nebenmissionen her. Ja, echt alles. Dem kann ich mich daran erinnern. Ja, ich hab heute nochmal geguckt, ich habe nochmal alle nochmal runtergeladen. Achso. Haben alles gemacht, hab jeden Bezug nochmal kurz durchgeguckt. Alles gemacht. Ja, machen wir die dann auch. Und das ging ja, also es waren ja nur 57 Folgen oder so. Ja. Ich meine, so spielbar nie, so lang waren die Spiele bisher sowieso noch nicht. Also auch 3 waren nur nicht so. Da ist der Master auf lang. Ja, gestern habe ich mir nochmal den dritten auch runtergeladen und den Anfang angeguckt. Allein der Anfang ist ja schon total Banane eigentlich. Mit dem Banküberfall? Ja, ja. Der eine ein Autogramm will. Auch ultra realistisch, ne, wenn die da an dem Hubschrauber hängen. Ja, klar. Mit ihrem ganzen Tresor unten dran. Ja, ja, aber so muss man ein Spiel einleiten, ne? Ja, kann man mal machen, auf jeden Fall. Ja. Also da muss ich sagen, da fand ich 4 im Gegensatz dazu noch ein bisschen langweiliger. Weil 4 war ja dann das mit dem Präsidenten. Ich war ja dann Burnst. Ja. Den müssen wir dann noch ein. Lucky me. Oh, Nummer 28. Gott.
Boah, sterbt doch mal. Ich brenne euch doch hier schon weg mit dem Schädel des Todes. Stirb. Was? Ich auch. Ich sterbe nicht. Ein Johnny Gadget stirbt nicht. Wie viele sind denn einen haben irgendwie Raketenwerfer? Nee, also ich hab keinen zumindest. Nur was Besseres. Los, Bienen! Oh, scheiße, ich wollte gar nicht springen, verdammt. Hä? Woher haben wir denn jetzt noch? Hast du gerade einen ausgesammelt, eingesammelt ausgesehen? Was denn? So einen Seelenschwarm. Ja, müssen. Aua. Wir gerade einen bekommen haben. Ach so, das war, glaube ich, von... Nee, das ist dann hier Spezialfähigkeit, oder? Nee. Nee, dann keine Ahnung. So. Weg, ihr scheiß Autos! Aua. Das Problem ist, ich glaube, viele Sachen sind halt gerade am Anfang echt lustig, aber ich glaube, die können später ziemlich nerven. Ja, aber es hat dann auch immer das Gleiche. Wenn man es das erste Mal macht, dann ist cool, aber dann... Ich muss mal M zu so einem Waffen laden. Der ist ja direkt neben der nächsten. Ich brauche Munition. Okay. Ich sammle mal noch ein bisschen weniger ein. Ich finde es halt gut, dass durch das Fliegen geht halt ganz gut. Recht schnell auch. Ja, wobei es halt im Grunde schon dasselbe ist wie im ersten. Wie im vierten. Jetzt ist hier so ein verkackter Turm. Kein Problem. Wie im ersten. Ich hab den ersten noch nie gesehen. Den gibt's auch nur für die 360. Echt? Mhm. Echt, das war mal exklusiv? Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, nö, keine Ahnung, wir wollen das nicht auf PC machen. Anscheinend aber so gesehen war es exklusiv dann, ja. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, mal erstmal Bekanntheit löschen hier den Scheiß. Danke. Brauchen wir nicht. Waffen kaufen und verbessern. Was können wir denn noch eigentlich machen? Schrotflinde? Ja. Doch, wir haben einen Raketenwerfer. Ja, aber ich meine nicht, ob du einen dabei hast. Geil, ein kleiner Quaker. Okay. Lasse eine Plage aus explodierenden Fröschen auf deine... Jawohl! Das ist genau das Richtige. Was denn? Zunkus? Geschossene Frösche versuchen, ihre Zunge an Feinden im Umfeld anzuheften, okay. Ah, try it. So. Ah, mal ein bisschen die Waffen leveln hier. Ich spiele seit 3 spiele ich im Grunde nur noch mit der Pistole. Mit der normalen Pistole? Ja. Ich rüste die aber so übel auf. Ja, es hat sich bei mir irgendwie so drin. Hat sich bei dir irgendwie... Oh, geil. Es gibt noch ein richtiges... Was ist das, ein Sniper? Ja. So, dann gucke ich nochmal ganz kurz. Arkan. Beschwören Aura Stampfer. Elemente, Vakuum. Heilig gibt's auch, okay. Ich habe aber Kraft. So, ich mache jetzt Flug. Jetzt zeige ich mal ein bisschen den Flug. Aufleveln noch. Ausdauer erhöhen, ja. Arkan. Flug beweglich. Mit Verbesserung kannst du. Oh, das ist cool. Kann ich noch was kaufen? Effizienz. Nee. Scheiße. Das kostet alles. Ach, das ist doof. So. Ach, Upgrades kann man eigentlich auch noch machen. Theoretisch, ne? Boah, Ausdauer erhöhen, jawohl. Das Wichtigste. Welches Level hast du eigentlich? 6. Du bist ein Level höher. Jawohl, endlich. In Saints Row 4 warst du immer vor mir. Ja toll, du hast ja nochmal... Oh, cool! Ich bin jetzt ein Freund des Volkes, immerhin spiele ich auch Johnny Gat. So, also den ersten Bezirk haben wir jetzt zu 91%. Ja, sind wir bald fertig. Aber warum nur zu 91? Hier ist, haben wir alles gemacht. Nee, da müssten noch ein paar Sachen offen sein. Es fehlen nur 3 Ziele, aber... Okay, Regeneration kaufe ich auch. Boah, ich... Gesundheit, Treibstoff, umherirrende Seelen lassen jetzt Gesundheits-Pickups fallen, wenn sie sterben, aha. Schön. Ich gebe mein ganzes Geld jetzt für Upgrades aus. Tu das. In der Hölle gibt's genug Geld. Ist das so? Na klar.
Oglyph in der Nähe. Ah. Und ich habe ein Buch gefunden. Ein Büchlein hat er gefunden. Und eine Glyphe. Super. Oh, ein Aasgeier EP. Mich interessiert mal, was in diesen ganzen Kisten drin ist, die Stahlbart versteckt hat. Stahlbart? So, das reicht jetzt mit Upgrade. Dann kurz KD. Ja, stimmt eigentlich. Ja, wir haben hier alles. Ich sehe keine Punkte. Ach, war das nicht bei 4 auch so? Nee, waren das nicht so Missionen, die man noch nie gemacht hat? Die ja später kommen? Alles und die dann nicht nachträglich noch hinzugefügt? Das kann gut sein. So, was haben wir denn hier noch? Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ganz rechts im Grunde von der Schmiede, von dem Bezirk. Ah, ich sehe dich gut. Na, entweder wir gehen jetzt nach oben oder wir gehen halt unten erstmal ein bisschen. Lass uns mal unten die anderen zwei Glyphen noch suchen. Für diese Kiste. Hm. Da, wo auch der Altar ist, ne? Naja, nee, wo Stahlbart ist. Ja, aber da ist ja auch der Altar in dem Bezirk. Naja, genau. Haben wir den nicht schon gemacht? Nein, ich weiß, nee, bei mir ist der noch rot. Also einen haben wir mal gemacht. Ja, aber das kann auch ein anderer gewesen sein. Oh, hier ist auch irgendwo ein bisschen mehr. Gotta pick it up. Oh, ich weiß nicht wo. Du schaffst es, Johnny. Nein, Johnny schafft es doch nicht. Ihr Schweine, geht sterben. I'm getting the hang of this murder thing. Fick! Was, Fick? Ja, genau, Fick. Na, ja, immerhin geht das schnell. Na. No. This is war. Bei 4 gab's die doch auch, das waren doch dann eher so Bandenmissionen, ne? Ja. Und so. Ach, hier ist noch einer. Ja, hier wird es wahrscheinlich mehrere geben. Ja, aber so viele auf einmal hätte ich jetzt nicht erwartet. Naja, 26 Stück auf so einem kleinen Gebiet. Ja, aber so dicht auch beieinander. Ja. Ach. Mensch. So. Fucking cool. Ich guck mal kurz hier rüber. Ich guck mal, was hier ist. The Barons were the only place desolate enough to allow me to build the Queen Anne's Revenge in peace. Ich hab auch ein Buch gefunden, oder? Ah, ich hab ein Buch gefunden. I discovered the Barons, okay. All of my hier ist nochmal so ein Überlebensmission. Okay. Ja, kannst du sagen. Also, es fehlt nur noch eine Glyphe, da müssen wir was in der Truhe drin ruin ist. My day wasn't worth the wasteland they would have to traverse. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich immer diese Kraft mit diesen komischen Viechern hab. Moment. Was hast du denn? Froschkanone! Fuck. Ah. Los, schmeckt meine Frösche, ihr Schweine! I. Oh, ich hab daneben geschossen, verdammt. Oh nein, nicht die Mongos. Das ist cool, wenn du die einfach hier irgendwo hinstellst, die springen schon dann irgendwann zu ihren Feinden. Das ist auch cool. Feuert leider nicht so schnell. Ah, es sind so viele von diesen komischen Fliegenden. Die nerven. Ach, die nerven nicht. Aber die Frösche springen auch da hoch, habe ich gesehen. Okay. Wenn da dann keiner in der Nähe ist. Los, meine Frösche! Tötet sie! What the fuck, der eine hat einen Raketenwerfer in der Hand. Gets easier every time. Oh, weg mit euch. Ah, es sind zu viele davon. Und hier ist viel Geld. Geld, 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 Geld. Ja, aber es sind nur noch 12 Stück, das schaffen wir. Die Froschkanone ist voll die Cheaterwaffe eigentlich. Warum? Da hat der im Grunde ein Auto-Aim drin. So einer bist du. Ja, klar.